Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Irgendwas mit Krypto zu einer neuen Folge. Wir blicken zurück auf das Jahr 2023, auch auf die Thesen, die wir zu Anfang des Jahres aufgestellt haben als Orakel. War, glaube ich, ein relativ spannendes Jahr. Würde mal bei dir, Philipp, starten. Wie sah dein Blockchain-Jahr 2023 aus? Wie würdest du es beschreiben? Ja, sehr gute Frage. Wir sind ja schon fast im neuen Jahr wo wir das aufnehmen. Wie sah das Jahr aus? Eigentlich ganz interessant, gell? Das ging ganz gut los. Wir hatten ja im Frühjahr auch mal die erste Crypto-Assets-Konferenz. Da konnte man ganz deutlich erkennen, dass das Thema Tokenization, digitale Wertpapiere, jetzt dann eigentlich langsam abheben sollte. Also da war wirklich ein gewisser Hype zu erkennen für diesen Bereich. Allerdings ist dann im Folgejahr oder im Folgenden des Jahres nicht so viel mehr passiert, gell? Also das ist ganz interessant. Das ging sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll los, aber es gab dann weiterhin keine massenhaften Emissionen, sondern nach wie vor nur ganz vereinzelte Prototyp-Emissionen und so weiter und so fort. Also das Thema digitales Wertpapier ist damit gut gestartet 2023, aber so ein bisschen enttäuschend weiter verlaufen. Dann der Bitcoin und die ganzen Kryptowährungen sind recht gut gestartet, weitestgehend, gell, mit einer gewissen Hoffnung. Da machte sich dann nur im Sommer so ein bisschen der Kryptowinter weiter breit bis zum November, wo dann neuer Mut aufkam, nachdem vor allem der Bitcoin über die 40.000 rausgeschossen war, dann im Dezember. Also das sind so, glaube ich, so die wichtigsten Zäsurpunkte. Ansonsten ist ganz interessant, wenn man mal noch die anderen Domänen anschaut, gell, hier NFT weg, DeFi auch weitestgehend weg, unter anderem wegen den gestiegenen Zinsen. Gab kein neues Narrativ, Metaverse verschwunden, das Thema CO2-Tokenisierung, da tut sich einiges, aber nach wie vor im Hintergrund, das ist ein Thema, das hat es nach wie vor noch nicht so ein bisschen an die Oberfläche geschafft, aber das kommt noch, aber eben nicht in 2023. Dann bei den Smart Contract Plattformen, da ist eigentlich genau das eingetreten, was wir schon immer mal wieder gesagt haben, gell? Es gibt natürlich die Tatsache, dass Ethereum oder Ether an sich skars ist. Es gibt nicht unendlich viele Ether, ganz klar. Aber was eben nicht knapp ist, ist die Anzahl der Smart Contract Plattformen, die gebaut werden. Ja, da gab es vor einem Jahr ungefähr 60, 70. Inzwischen sind es wahrscheinlich deutlich über 100. Ständig kommen neue raus und damit verteilt sich eben ein und dieselbe Transaktionsnachfrage auf verschiedene Chains, mit dem Ergebnis, dass Ethereum eben so ein bisschen leidet, sage ich mal so. Jetzt unter keinen Umständen kommt Ethereum unter die Räder, gell? Dafür ist das System zu alt und trägt vor allem die wertvollen, schwergewichtigen Transaktionen. Aber viele Transaktionen werden halt vertrieben, in Anführungszeichen, in andere Netzwerke. Jetzt jüngst Solana. Das konnte man ganz deutlich beobachten im letzten Jahr. Und zu guter Letzt ist natürlich die Diskussion um den digitalen Euro der EZB aufgeheizt worden, obwohl das mit Blockchain überhaupt gar nichts zu tun hat. Und in dessen Folge natürlich auch die Stablecoin-Diskussion, die jetzt zunehmend intensiver geführt wird. Das finde ich ganz erfreulich. Das Jahr hat ja damit fast schon geendet, als DWS, Tochter der Deutschen Bank, sich hinreißen hat lassen, ein Stablecoin-Projekt anzukündigen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und vielleicht noch als letzten Punkt die Diskussion um die MiCA, die ja Lizenzen für die gesamte EU ermöglicht, hat auch zugenommen im ganzen Jahr. Das konnte man Monat für Monat feststellen. Aber auch da hätte man aus meiner Sicht noch durchaus noch mehr erwarten können. Und insofern, wenn man einen Strich drunter macht, wer ist der Gewinner dieses Jahr? Ganz klipp und klar Bitcoin. Wer ist der Verlierer? NFT, DeFi. Was hat sich so mittel entwickelt? Also plus minus null. Die Diskussion um den digitalen Euro, Stablecoins und natürlich vielleicht leicht unter null die digitalen Wertpapiere. Das wäre mal so mein Schnelldurchgang. Was denkt ihr? Ja, Philipp, vielen Dank. Du hast ja alles ganz schön schon angesprochen. Ich würde das meiste eigentlich genauso sehen wie du. Sicher, so dann in die NFTs hatte ich immer mal stärker eingeschätzt, dass es davon einen größeren Markt geben könnte. Ja, da ist der Hype wirklich, wenn man das so bezeichnen kann, stark dann abgeschwächt. Da gibt es einfach wenig am Markt. Die Kurse sind eingebrochen. Hatte natürlich auch, wie das so häufig ist im Kryptobereich, hat wahrscheinlich auch was damit ein bisschen zu tun, dass es
ja eben sehr stark gehypt wurde mit sehr hohen Kursen, die dann natürlich auch massiv wieder eingebrochen sind. Und da sieht man sehr wenig aktuell im Markt. Ich halte das ja immer noch für einen, wenn das vernünftig strukturiert ist, für ein interessantes Produkt, die NFTs, mit denen man irgendwie Uhren, Weinflaschen oder was weiß ich auch immer, also wenn man das an real irgendwie Assets anknüpft, die dann investierbar machen kann. Nur ist aktuell auch von der rechtlichen Seite her schwierig, dort pragmatische Strukturen aufzusetzen, die diese Investitionen in die NFTs eben sinnvoll machen. Weil die eben auch, wenn auch nicht nur der Mika, aber unter anderem irgendwelche Gesetzen extrem stark reguliert sind. Ansonsten die Wertpapiere, da kommt ja jetzt 2023, wurde es ja schon verabschiedet, dann im Zukunftsfinanzierungsgesetz, also die Aktien auch auf hier dann die Blockchain, das werden wir auch 2024 dann sehen, ein paar mit Transaktionen in dem Bereich, das ist relativ spannend. Hier hätte der Gesetzgeber sicher auch noch hier dann weitergehen können und diese ganzen gesellschaftlichen Mitbestimmungsrechte ja auch in irgendeiner Art und Weise verändern können, so dass man zum Beispiel mit dem Handy, mit der App als Amt dann Aktionär irgendwie abstimmen kann, dass man mehrere Hauptversammlungen durchführt, die eben rein virtuell die durchführt mit Smart Contracts. Also da hätte es noch viel Anwendungspotenzial gegeben. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber das wird dem Ganzen nochmal einen Schub dann geben. Ansonsten ist dieser Bereich der Wertpapiere, der digitalen Wertpapiere, glaube ich, hier dann nach wie vor spannend und irgendwie dann sehr interessant, sowohl dann in Deutschland unter also dem EWPG als auch unter dem Pilot hier, Regime in Europa, wobei wir da jetzt eigentlich auch bisher nur begrenzte Transaktionen gesehen haben. Der Punkt ist, dass man, glaube ich, diesem Entwicklung, also ich glaube, es wurde dann überschätzt, wie schnell es geht. Und ich glaube auch jetzt nicht, dass wir 2024 und auch nicht 2025 jetzt 75% von dem Wertpapierhandel mal auf die Blockchain bringen, dann in die Kryptowertpapiere, dann Register bringen, in die Zentralregister bringen. Spannend ist aber, ob wir das vielleicht in 5 Jahren geschafft haben oder vielleicht nur mit 10 Jahren geschafft haben. Und das ist einfach der Markt und so wird sich der Markt vielleicht, wenn er diese Vorteile hat, die damit versprochen werden im Wertpapierbereich, wird sich dahin irgendwie entwickeln. Aber ihm jetzt zu glauben, dass diese Strukturen, die seit Jahrzehnten teilweise hier bestehen, dann im Wertpapierbereich, dass man die jetzt in 2 Jahren dann ablösen kann, nur weil der deutsche Gesetzgeber da jetzt irgendwie tätig geworden ist, das glaube ich einfach nicht. Spannend ist, dass jetzt, was die Krypto dann Werte betrifft, dann wie den Bitcoin, da jetzt mehr oder weniger alle großen Banken in dem Bereich stark aktiv werden. Wir haben die Commerzbank gesehen, die jetzt eine Krypto-Verwahrlizenz bekommen hat. Wir sehen, dass die Sparkassen und die Volksbanken, kann man ja alles und dann online auch nachlesen, jetzt den Kunden die Möglichkeit geben wollen, dann in Kryptowährungen zu investieren, mit dem normalen Online-Banking. Das wird auch nochmal zu einer breiten Akzeptanz dieser Kryptowerte führen, weil man sie damit dann wirklich vollständig aus einem, ich will gar nicht sagen Graubereich, weil es mir nicht stimmt, aber aus einem aus einem innovativen Bereich wirklich dann vollständig irgendwie klassisch in den Finanzsektor dann irgendwie implementiert hat. Ja, weil ich meine, noch irgendwie klassischer und konservativer als Volksbanken und Sparkassen kann man es, glaube ich, am deutschen Markt dann auch nicht haben. Das ist, glaube ich, hier sehr interessant und damit ist dann der Bitcoin wirklich dann in der Mitte dann der Gesellschaft, wenn man das so nennen kann, auch angekommen. Ja, und die wird da wahrscheinlich auch bleiben. Hier wird sich dann sehen, wie das am Markt angenommen wird. Das ist meine Tendenz für die 2024, aber auch für die Jahre hinaus einfach ein Finanzprodukt sein, dann eine Anlageklasse sein, die man beimischt als Investor. Ja, man sagt, ich habe ein bisschen im Gold, ich habe ein bisschen Wertpapiere und ich habe ein bisschen in Krypto. Das wird, glaube ich, kommen. Das wird, glaube ich, auch sehr breit kommen, wie man das jetzt teilweise sieht. Philipp, du kennst ja auch so Leute und du auch irgendwie Simon, dass jetzt hier Bitcoin quasi das Finanzsystem
ja, abschafft oder revolutioniert oder alle nur noch dann in Bitcoin bezahlen und die Staaten da quasi überhaupt keine Währungspolitik mehr betreiben müssen. Das habe ich noch nie so gesehen, sehe ich auch aktuell nicht. Genau, Simon, und jetzt vielleicht so an dich. Wo siehst du dann die Entwicklung in 2024? Ja, das machen wir natürlich, wie besprochen, Johannes, in der nächsten Folge, weil wir in dieser Folge den Rückblick auf 2023 machen. Aber ich teile auch gerne meine Gedanken zum vergangenen Jahr. Ja, also ich glaube, dass das Jahr 2023 geprägt war schon auch von Krisenstimmung. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Das merkt man an ganz vielen Stellen, egal ob es jetzt die Konferenzen sind, Philipp, oder Investments, in Firmen, genauso wie Kurse, wie Preise, wie Marktadaption. Also das ist einfach ein Jahr gewesen, das mal wieder ein Kryptowinterjahr war, mit jetzt einer positiven Tendenz hinten raus. Ich würde sagen, ganz haben wir das Tal noch nicht verlassen, auch wenn der Anstieg jetzt massiv war. Obwohl man sagen muss, dass natürlich der eigentliche Kursrutsch natürlich vor dem Jahr stattgefunden hat. Das ist ganz spannend. Wenn man sich die Year-to-Date-Kurswerte anschaut, also wer wirklich zum 1.1. diesen Jahres eingestiegen ist, der hat massive Gewinne mitgenommen im Kryptobereich, also aus einer reinen Investmentperspektive. Der Bitcoin hat, glaube ich, 160% ungefähr bis zum aktuellen Stand, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Wer in Solana reingegangen ist, hat irgendwie, keine Ahnung, 900%, glaube ich, oder irgend sowas gemacht. Also die Year-to-Date-Werte, die sind brutal positiv eigentlich. Trotzdem war es subjektiv ein Krisenjahr, muss man, glaube ich, sagen. Und das bringt immer gewisse Mechanismen mit sich. Ist ja nicht das erste Krisenjahr jetzt im Kryptobereich. Der Kryptobereich ist ja insbesondere dadurch gekennzeichnet, wenn man jetzt mal wirklich auf Kryptowerte achtet, dass man quasi lange Dürreperioden und sehr teilweise kurze, sehr starke Anstiege dann hat. Und ich würde sagen, 23 war schon, auch wenn die Year-to-Date-Performance sehr positiv ist, trotzdem noch ein Dürrejahr, weil wir uns lange noch auf einem Plateau bewegt haben. Und was ich ganz spannend finde, Thema Kryptowerte, ich finde, es ist ein Jahr, wo sich die Sprache noch mal ein bisschen ausdifferenziert hat. Ich persönlich finde es ja relativ wichtig, dass man so richtige Termini verwendet, damit man einfach weiß, worüber man Wert redet. Also ich finde, dass zum Beispiel das Wort Kryptowährung sehr stark durch das Wort Kryptowerte endgültig ein bisschen verdrängt wird, was ich sehr positiv finde. Ja, weil viele Token, die gehandelt werden, natürlich eben gar keine Währung in dem Sinne sind, und nicht nur deswegen, weil man sagen könnte, jetzt Kryptowährungen sind allgemein keine Währung, sondern weil die dahinterliegenden Geschäftsmodelle der Token eben weitestgehend keine Währungsmodelle sind, wie bei einem Bitcoin, sondern wie bei einem Ether zum Beispiel eben irgendwie Plattformmodelle als Beispiel. Ja, also das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die ich dieses Jahr festgestellt habe. Und was ich jetzt auch noch, wo ich auch ein bisschen drauf eingehen würde, wir haben ja Anfang des Jahres ein Blockchain-Orakel gemacht. Thema NFTs habt ihr jetzt zum Beispiel angesprochen, da würde ich mal zurückblicken auf die Thesen, die wir aufgestellt haben. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal gleich ein bisschen drauf eingehen, was ihr so zu Anfang des Jahres gesehen habt und wie sich die Sachen entwickelt haben. Also ich glaube, eine These bei mir war, dass NFTs zwar stark zurückgehen, aber nicht ganz verschwinden. Philipp, du hast am Anfang relativ stark so gepitcht, dass es eigentlich durch das Thema. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, es ist noch nicht ganz durch. Also es hat natürlich enorm diesen Hype-Charakter verloren. Aber die NFT-Projekte haben sich auch, glaube ich, stark verändert. Also früher war das halt viel eben so diese virtuelle Kunst, die dann sehr stark im Preis gehypt wurde. Ich glaube, mittlerweile geht es eher so in Richtung Loyalty-Programme und sowas. Da sehe ich schon noch ein paar Projekte am Markt, auch wenn sich das stark ausgedünnt hat. Ich glaube, dass das Thema als Nischenthema bestehen bleibt und dass es da auch tatsächlich sehr, sehr spannende Modelle geben kann, so wie es Johannes auch gesagt hat, je nachdem, wie es halt ausdifferenziert ist. Also eben so Loyalty-Programme, Zutritt zu besonderen Veranstaltungen, whatsoever, Fanclub-mäßig. Da gibt es, glaube ich, noch Potenzial. Dann hatte ich gesagt zu Anfang des Jahres, dass wir das erste Mal sehen werden, dass jemand eine Lizenz zurückgibt. Das wäre in Deutschland fast passiert. Dem ist man dann zuvorgekommen, anders. Man hat, also doch, ja, technisch gesehen, also, nee, ich habe anders. Ich habe behauptet, dass die BaFin meine Lizenz entziehen wird, so rum. Und dem ist man zuvorgekommen, indem man eine Lizenz zurückgegeben hat oder eine vorläufige Erlaubnis, dass es dieses Jahr passiert, in Form einer vorläufigen Krypto-Verwahrerlaubnis der Binance in Deutschland, die zurückgegeben wurde. Also das ist quasi eingetreten.
Und dann hatte ich die These, dass, weil wir eben uns in einer Kryptodürre im Winter befinden oder befanden haben in 2023, dass wieder mehr gebaut wird. Das würde ich sagen, hat sich teilweise bestätigt. Was ich ganz spannend finde, aus meiner Sicht hat sich das Bauen sehr stark auf die bereits regulierten Institute verlagert, so wie es Johannes auch dargestellt hat. Also es gibt sehr große Projekte bei einigen Großbanken, die da wirklich enorme Gelder investieren, also auch mehr Gelder als teilweise Blockchain-Startups gefundet sind. Wir haben natürlich auch weiterhin Blockchain-Startups, die auch Funding-Runden durchlaufen haben. Cashlink hat dieses Jahr zum Beispiel eine Funding-Runde gemacht, bauen da auch weiter aus, was, denke ich, positiv zu erwähnen ist. Also da passiert schon weiterhin einiges aus meiner Sicht. Und das wäre so mein Blick zurück auf die Thesen zu Anfang des Jahres, was im Jahr passiert ist und inwiefern sich das bestätigt hat. Wie sind denn die Sachen bei euch so aufgegangen oder was hat sich erfüllt, was ihr so Anfang des Jahres geglaubt habt oder was auch nicht? Also ich hatte schon ehrlich gesagt erwartet, dass aus der Metaverse-Diskussion deutlich mehr rauskommt. Und dass die ganze NFT-Diskussion, also quasi das Halten, das technische Halten von individuellen Digital Assets in NFTs, dass das quasi absorbiert wird von der Metaverse-Diskussion, dass die NFTs mehr oder weniger untergegangen sind. Von der Wahrnehmung her ist, glaube ich, richtig, dass aus dem Metaverse bis heute nichts Vernünftiges rausgekommen ist. Das war sicherlich eine Fehleinschätzung. Ansonsten, denke ich mal, war meine Sicht auf die Dinge eigentlich gar nicht so falsch, gell? Digitale Euro, Stablecoins, digitale Wertpapiere, das Thema CO2-Tokens langsamer als erwartet und halt natürlich der Bitcoin. Wo ich aber dann doch ein bisschen daneben lag, ist, es ist schon erstaunlich, dass letztendlich der Bitcoin mal wieder der Haupttreiber der ganzen Diskussion ist. Also wenn du den Bitcoin mal rausnehmen würdest, also so viel passiert da momentan nicht, gell? Vor allem nicht in Deutschland. Dann sind wir beim nächsten Thema, wie du es gesagt hast. Du hast vollkommen recht, Simon. Es ist erstaunlich, wie viel die Banken teilweise jetzt in dem Bereich Gas geben. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Man kann ja auch ein paar Namen nennen, gell? Commerzbank mit der Kryptoverwahrlizenz, DZ-Bank mit diversen Projekten, die DK-Bank mit ihrem Tokenisierungsprojekt Swired, wo jetzt auch schon die ersten Sparkassenbriefe drüber emittiert wurden. Da kommt auch sicherlich noch mehr. Dann die Deutsche Bank mit nichts, aber natürlich mit der Tochterfirma DWS und den dortigen Projekten, insbesondere jetzt dieses Stablecoin-Projekt, was starten soll. All Unity soll das heißen. Und weiterhin auch der geplante Bitcoin-ETN, ETP, also so eine Art kleine Bitcoin-ETF, anscheinend in Q1. Man wird es dann sehen. Also da tut sich einiges auf Seiten der Großen. Was wiederum dann zu meiner letzten Beobachtung führt, wo sind denn die ganzen Startups, gell? Also das ist schon erschütternd in Deutschland, wenn man sich überlegt, wer gründet denn Blockchain-Startups, Web3-Startups. Da ehrlich gesagt wird ganz, ganz, ganz viel gestartet, aber ganz viel verhungert auf dem Weg, unter anderem, weil die Regulierung unterschätzt wird. Ja, die Regulierung zu meistern ist halt dann doch ein unglaublich dickes Brett. Da gehen dann bei Rechtsanwälten viele, viele, viele Anfragen ein, aber oftmals kommt dann halt hinten nichts mehr raus, weil dann doch das Brett ein bisschen zu dick war oder weil man es eben unterschätzt war. Das ist mir aufgefallen. Und das ist mir insbesondere dann aufgefallen, wenn ich mir mal den Blick gegönnt hatte in die Schweiz oder nach Dubai, teilweise nach Asien, weil dort in diesem Bereich der Startups oder Tokenprojekte sehr, sehr, sehr viel mehr passiert. Also Deutschland wirkt momentan im Bereich Blockchain Web 3 wie folgt auf mich. Ich habe einige Banken, die beeindruckend viel Kapazität aufbauen und tolle Projekte starten, ist wirklich toll. Also muss ich wirklich sagen, man weiß nicht alles, man kann nicht überall hinter die Fassade schauen, aber da hat sich wirklich was getan, das ist wirklich gut. Und dann gibt es eine sehr Bitcoin-freundliche Nation, das betrifft die Verwahrregeln, das betrifft die Steuergesetze, das betrifft auch das Interesse der Leute, das kann man zum Beispiel ablesen anhand der Bitcoin-Knoten. Die zweitgrößte Nation auf der Erde bezüglich der Bitcoin-Knoten ist tatsächlich Deutschland, direkt nach Amerika. Das heißt also, Bitcoin ist hier schon relativ weit verbreitet. Das kriegt man vielleicht nicht unbedingt überall so mit, aber es gibt eine sehr, sehr, sehr große aktive Community. Aber bei allen anderen Projekten ist es ein bisschen mau.
würde ich sagen. Ja, egal ob jetzt Tokenisierung in der Fläche oder in der Masse oder andere Projekte, wir hatten es angesprochen, DeFi, NFT, andere Web3-Themen und so weiter, da ist ein bisschen dünn. Also wie gesagt, zusammenfassend, Bitcoin läuft gut in Deutschland und das, was die Banken machen in dem Blockchain-Bereich mit ihren Großprojekten, teilweise mit Bitcoin-Kryptobezug, teilweise ohne, scheint mir auch ganz gut zu laufen. Das ist so meine Interpretation, wenn man wirklich einen Strich drunter macht und das versucht mal wirklich ganz präzise rauszukitzeln. Was denkt ihr? Liege ich damit falsch? Nee, also ich finde ganz interessant, Philipp, was du angesprochen hast. Das hatte ich auch, glaube ich, schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so antizipiert, dass ich natürlich diese Kryptobewegung, die sehr stark im Startup-Bereich gestartet mal ist, vor 4, 5 Jahren sehr stark in das klassische Bankensystem hineinbewegt hat. Und ohne jetzt das jetzt zu bewerten, also das hat immer alles Vor- und Nachteile, wenn sich solche neuen Bewegungen und auch neue Produkte dann eben zentralisieren, das wird kommen und es werden ein paar Start-ups so aufgekauft werden, wird wahrscheinlich, oder Teile davon aufgekauft werden, ein paar werden es einfach nicht schaffen, aber es ist, also nach meinem Gefühl ist das irgendwie entschieden, dass die Banken diesen, wenn man das so nennen will, Kampf um die Hoheit im neuen Finanzsystem einfach gewonnen haben und hier so Börsen, die natürlich auch und große Vermögensmanager. Also dass man hier diese Art so dann disruptiven so dann Effekte hat, dass jetzt große Banken vom Markt verschwinden und durch ein rein irgendwie so dann dezentralisiertes Finanzsystem ersetzt wird, was sich immer weiter ausbreitet. Die Entwicklung hat nicht stattgefunden, ganz im Gegenteil. Ja, das muss man einfach mal, so konstatieren. Wie gesagt, weder positiv noch irgendwie negativ. Darüber können wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Es hätte auch gewisse Vorteile, gewisse Gefahren, gewisse Risiken, die mit sowas einherkommen. Aber ich weiß, dass es vor 5 Jahren noch sehr prominente Vertreter gab, die sich auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, in 5 Jahren wird es keine Banken mehr geben. Was brauche ich noch? Eine Bank? Ja, Namen, das, Johannes, Namen. Nein, Namen, das kann man alles nachschauen. Simon, du kennst die Kolleginnen und die Kollegen auch. Ja, und das hat man einfach gesehen, das ist nicht so. Und ich bin da auch voll bei Philipp. Ein wesentlicher Punkt ist so dann die Regulatorik. Weil ist eben normalen Unternehmen, kleineren Unternehmen, ich meine, wenn ich ein Unternehmen mit 50 irgendwie Mitarbeitern habe, das ist ja gar nicht mehr ein kleines Unternehmen oder ein klassisches dann wie Startup, das ist ja eigentlich schon im Mittelstand, ja, und dass diese Unternehmen kaum in der Lage sind, diese Regulatorik zu stemmen, was das auch alles an Pflichten mit sich bringt. Das war mir klar, dass sich das allein schon deswegen in den Bankenbereich wieder hineinbewegen wird. Und das haben wir sehr stark in diesem Jahr gesehen. Ja? Und das hier sehen wir auch weiterhin. Und ich glaube, dass es neue Handelsstrukturen geben wird, neue Produkte geben wird, dass die im Markt ankommen, aber dass die eben in den klassischen Banken bleiben. Und klar, die Banken natürlich immer mehr in diesen Bereich gehen, dass sie große IT-Dienstleister sind, die sich Filialen, ja, dass man jetzt 400 Kundenfilialen deutschlandweit verteilt hat, das wird man so dann nicht mehr brauchen, ja, aber dass die Banken eben mehr in diese dann IT-Bereiche hineingehen und die Leistungen die online anbieten und das eben auch im Krypto-Bereich, das sieht man ganz, ganz stark aktuell. Das machen eigentlich alle größeren Banken, selbst die konservativsten wie Häuser, die man so sich vorstellen kann hier in Deutschland, selbst die haben mittlerweile wie Krypto-Teams in den Banken, die da Produkte bauen. Aber vielleicht, Simon, du bist ja auch in einer Bank tätig, die da relativ früh mit dabei war. Du hast da wahrscheinlich auch interessante Einblicke zu dem Thema. Nee, es gibt schon einfach da jetzt enorme Anstrengungen. Ich meine, wir waren ein bisschen Pionier, glaube ich, kann man sagen, von der Bankenseite her als kleineres Institut zu starten. Wir haben natürlich jetzt die Lizenzen schon, die auf die andere jetzt teilweise warten oder jetzt erst anfangen, drauf hinzuarbeiten. Haben da einen gewissen Vorsprung. Es ist aber aus meiner Sicht schön zu sehen, dass da mehrere Institute reingehen. Das finde ich überhaupt nicht negativ, sondern das bestärkt den Markt. Und ich glaube, dass wir
da jetzt einfach weitere Entwicklungen sehen. Was wir aber auch sehen werden, das können wir dann vielleicht aber in der nächsten Folge machen, in dem Ausblick 24, nur, sag mal, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, baut noch kein Geschäft auf. Und da steht natürlich, also da ist der Lizenzprozess halt bei weitem erst der Anfang, und nicht das Ende des Geschäfts. Also mein eins muss ich nochmal betonen, gell? Also allem, was ich gesagt habe, stimme ich ja zu, aber eins darf man nach wie vor nicht unterschätzen, gell? Der Bitcoin ist da und zwar so stark wie schon lange nicht mehr, ist im Aufwind und er war auch immer da und er war das gesamte Jahr über immer das stärkste Asset, gell? Also er ist halt einfach da, Punkt, ja. Also man kann damit Geschäfte machen, man kann ihn verwahren, man kann ihn den Kunden anbieten, man kann es auch lassen. Aber trotzdem ist er einfach da. Erzeugt er einen innovativen Gehalt? Nee, weil die Innovation ist ja schon passiert vor über 10 Jahren und doch ist er einfach da und wächst quasi so vor sich hin, ja. Und deswegen bringt er deswegen nicht sofort die Bankenwelt durcheinander. Und doch verändert er aber schon hier und da die Bank oder eben auch die Geschäfte, je nachdem, ob eine Bank sich mit dem Thema beschäftigt und es eben den Kunden anbieten möchte oder nicht. Ja, das ist schon sehr spannend. Ja, du hast bei manchen Banken, insbesondere bei den Neobanken, relativ früh die Situation gehabt, dass die das den Kunden zugänglich gemacht haben. Also hier N26 zum Beispiel, Revolut, Trade Republic als Neobroker eben auch. Also da konnte man schon relativ früh den Bitcoin kaufen. Die Sparkassen in ihrer vollen Breite und die Volksbanken sind noch nicht so weit. Es gibt einzelne Sparkassen, die jetzt oder einzelne Volksbanken, die das jetzt ermöglichen, aber nur ganz, ganz, ganz vereinzelt. Da kann man schon erkennen, dass sich hier was tut, aber halt in dem Fall rund um den Bitcoin. Gell? Das ist wirklich, wirklich interessant, das so aufzudröseln und zu beobachten. Es gibt auch andere tolle Tokens wie Chainlink zum Beispiel, die sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt haben. Und doch ist so ein bisschen die Vielfalt des Krypto-Ökosystems nicht im Fokus gestanden jetzt im vergangenen Jahr.